Schloss. Es ist ganz interessant, sagt man, wir bauen hier ein Schloss, wir bauen hier ein Schloss. Aber es gibt Schloss. Das Landtagsschloss, so nenne ich es jetzt mal. Das ist für die Bürger. Es ist in der Stadt für die Bürger. Und das finde ich, ist ein großer Schritt. Ist mir so klar geworden, dass das Parlament hier wieder in die Stadt muss. Und es wird sicher nicht so sein, dass es hier allen Leuten recht zu machen ist. Und ich freue mich, dass dieses Richtfest unter so großer Beteiligung stattfindet. Dass Sie zu Tausenden gekommen sind, zeigt, die Entscheidung war richtig. Potsdams Herz wieder zu errichten, meine Damen und Herren. In der Gestalt des Schlosses. Und dieser Platz, dieser alte Markt, wird, da bin ich mir sicher, deutschlandweit und darüber hinaus von der Schönheit Potsdams künftig wieder künden. Und das ist gut so. Für uns alle. Für die, die dafür sind, aber auch für die, die dagegen sind.